Die Schäder, wir ficken die Hater und ihr seht uns immer wieder. Das ist Chris, die Schäder, ich bin Jumpmesser und wir lesen heute unsere Hate-Comments im Park. Ja, Mann. Spring Break. Spring Break, shit. Wäre seine Musik nur halb so aussagekräftig wie das, was er in seinen Tattoos dichtet, wäre er fast ein fühlbarer Künstler. Digga, ich schwör, ich hab den Leuten gesagt, so, Digga, welche Songs habt ihr denn gehört? Weil it could be true, also, dann hör mal die neuen Shit so. Was ist das für Affenmusik, Mann? Und warum, warum sieht es so aus, als würde er unterm linken Auge schwitzen? Richtiger Müll. Ja, Männer weinen nicht, sie schwitzen aus den Augen. That's a fucking lit interview. For some reason he is talking all those German words between the main parts. Can someone translate, please? Would be hella nice. High five. Ey, wer hat das denn? Wer hat dieses Comment geschrieben? Mann, ihr seid so geil, Alter. Voll viele Leute haben das nicht verstanden, warum ich so viele englische Wörter dazwischen benutze. Meine Muttersprache ist nicht Deutsch. Ich bin nicht in Deutschland aufgewachsen. Ich habe Deutsch, so wie ihr spricht, erst mit, ich glaube, mit 12 oder so gelernt. Guck, wir können einen Middle Ground, einen mittleren Kompromiss finden. Und zwar, ich sag die englischen Wörter und wir können zusammen lernen. Ich sag euch, was das bedeutet auf Deutsch. So. Dann nehme ich mir extra die Zeit. Dann lerne ich auch nämlich, was es auf Deutsch hat. Beim nächsten Mal muss ich es nicht auf Englisch sagen. Ich finde es eigentlich ganz angenehm, wenn man in die Richtung Emo, Rock, Punk, Rap etc. geht. Ob vom Aussehen oder vom Sound her. Aber dieses Kerlchen versucht wirklich wie Lil Peep auszusehen, in all caps. Versteht mich nicht falsch. Ich finde das jetzt nicht besonders schlimm. Aber sollte sich dann nicht beschweren, wenn er Hate bekommt. Und den großen Erfolg kann er sich erst recht da abschminken. Keiner möchte ein Plagiat, das stimmt. I agree completely, Digga. Also bis jetzt 100%ig so. Wegen solchen Künstlern stirbt unsere schöne Szene. Was ich mich nur frage, Doppelpunkt. Warum macht plötzlich jeder krampfhaft auf Goff mit den geschleiften Langarm-Shirts und den T-Shirts etc.? Ich musste meine scheiß Frisur in all caps ändern, weil jeder plötzlich Mittelscheitel trägt und ich nicht mit solchen Kreaturen von TikTok etc. in Verbindung gebracht werden möchte. Außerdem, wo findet 16 Bars diese Leute immer? Ich habe letztens schon mit Haji drüber geredet, so. Ich find's krass, dass oft diese Peep-Reference kommt, so, weil klar, Facehead siehst das, aber so, ich feier den Typ mehr für das, was er Künstlern wie uns ermöglicht hat, dass einfach ein Typ kommt, der fucking Rock mit Hip-Hop mischt, einfach einen fucking neuen Weg geht und damit 1000 neuen Künstlern eine Tür aufmacht. Das ist einfach. An diesem Punkt, er ist nicht der Einzige, aber er ist auf jeden Fall einer der Top. Lil Peep war für Emo-Rap so wie so Skrillex für Dubstep. So, auf einmal können 1000 Künstler existieren und von dem leben, was sie lieben. That's beautiful. Lil Peep war Incubus für diese Generation. Deswegen, ich feiere ihn für das. Und leider, die Leute, die diese Kommentare schreiben, kennen nicht mal mehr Incubus, weil sie zu jung sind. Und deswegen kann ich diese Kommentare nicht ändern. Okay, rasier die alle. Egal, ob es jetzt plötzlich jeder macht und du es deswegen änderst. Du machst trotzdem Sachen, weil andere Leute das machen und du bist trotzdem mein Follower, Bro. Spring Break. Spring Break, shit. Flow des Universums in seinen Arsch. Der hat mal Teile genommen und denkt, der hat das Leben verstanden. Digga, das bin ich. Also ich sag nicht, dass das ein Comment über mich ist, aber das bin ich. Krass, weil du hast vorher noch gesagt, es gibt halt echt so viele Kommentare bei uns, wo man, das könnte einfach bei beiden stehen. Ja, so weil im Endeffekt, ihr hatet auf uns, dass wir generic sind, aber der Joke ist, ihr seid so generic, Digga, dass ihr dieselben Hate-Comments auf alle Artists macht. Uff. Alright, Kings, geht weiter. Kings and Queens and everything in between. Hittet den Blunt, Doppelpunkt. Bro, ich bin so verbunden mit dem Universum, ich glaube, ich fange an, mir die Fisting-Rekorde auf den linken Arm zu hacken. Ja, okay. Das ist bei Haji, Digga. Haji, Digga, deine Fisting-Rekorde sind ein bisschen offensive. Hab ich Digga, gemerkt bei den Comments. So. Haji schalt einfach einen Gang runter und alles passt. So. Guys, das ist ein wichtiger Punkt, das muss gesagt werden. Kurz warte. Shoutouts an jeden, der jetzt jealous ist, weil die Drinks so lecker sind. Ich schwöre, es schmeckt genauso gut. Digga, es schmeckt besser als All-Inclusive Hotel Pina Coladas. Pina Coladas! Diese Fisting-Rekorde sind ein Stück Gay-Culture auf meinem Arm, die ich repräsente, weil es so ein großer Teil von meinem Leben ist. Deswegen, ich fiste nicht mit links und das sind nicht meine Fisting-Rekorde. Mein Fisting-Rekord maximal ist
der hier, aber ich fist wie gesagt nicht mit links, ich fist mit rechts, das ist nicht so ein großer Teil von meinem Leben. Ich carry das eher rum als Representation of the culture. Was möglich ist menschlich, man muss natürlich Olympionike sein dafür. Das Limit vom menschlichen Körper beim Anal. Ich mach Drinks für Adam. Beim Analfisten ist das Zwerchfell, also nur, zum, dass ihr Bescheid wisst. Lutsch, negativ, OGs, Schwanz, was soll die arrogante Schiene und dann noch bisschen Edo-Style biten und denken, du wärst der deutsche Lil Peep. Du bist Deutschlands Zanny-Opfer, wie der versucht, Lil Peep zu sein, ein Horst. Das Ding ist mit dieser Edo-Geschichte, ich hab, es gibt halt Leute, die mir Links geschickt haben von YouTube, Edo-Saya-Type Beats, und das waren dann Leute, die Gitarren gesampelt haben, die ich in meiner Instagram-Story gespielt habe und daraus Edo-Saya-Type Beats gemacht haben. Und ich feier, also, falls ihr das sieht, Bro, du bist krass, weil du gibst Gas so, ich appreciate das. Aber dass Leute deswegen biten, dass ich einfach halt fucking in einer Emo-Band war und halt Emo-Gitarre spiele, die jetzt jeder benutzt. You don't know shit, aber nothing. Shoutouts an Edo Saya und Shoutouts an alle Dudes, die Chrissy Schieder, Edo Saya oder / Time Type Beats machen. Weil ihr habt's gecheckt so, wir wollen einfach alle nur ein Movement und nicht 100.000 Hurensöhne, die ausrasten, weil sie nicht ficken, so weißt, das juckt niemanden. Jedenfalls nochmal Appreciation auf Edo Saya, weil ich habe letztens erst wirklich seine Mucke so mal durchgehört und damn, Bro, wie konnte ich darauf schlafen bis jetzt, so for real, ist krank. Der Typ sieht aus wie mein GTA 5 Charakter. Gehört zu dir oder gehört zu mir? Digga, ich sehe nicht so geil aus. So, ich glaube, was, ich schwör, Alter. Ich glaube, der gehört zu dir, Digga. Ich würde jetzt ohne selber zu dick werden aussagen, der gehört zu mir. Haji löst auf, dieser GTA. Safe einer. Gehört dazu Haji. Ich drop die Ananas auf den Kies. Zu wem gehört er? Zu Chan oder zu mir? Gehört zu dir? Bro, okay. Ich drop die Ananas. Bring, bring! Wenn man Lil Peep auf Wish bestellt, zu wem gehört dieser Kommentar? Digga, ich sieht's aus, das gleich ist einfach in meinen Cup gefallen, Alter. Bro, you know what that means. Dieses doch, Kommentar ist auf Wish bestellt. Wenn ich 1% von dem, was Recordjet mir zahlt, kriegen würde, für jedes Mal, wo ich dieses Kommentar lese, wäre ich reich. So sehr ist dieses Kommentar auf Wish bestellt. Bring, bring! Hip-Hop ist Diversity, Alter. Und wenn ihr das nicht... Wenn ihr das nicht konsequent durchmachen seid, dann seid ihr ist einfach so. Poses, Alter. If you look pina coladas, getting caught in the rain. If you're not into yoga, but you have of a brain. If you like making love at midnight, in the dew of summer rain. I love that you look for. Right to me and escape. Yeah. John Messer, Chris Ishida. Wir ficken die Hater und ihr seht uns immer wieder. Alter, schau, ich kann nicht mal freestyle, jetzt wirklich freestyle. Doch, Digga, egal, schaut zu 16 Bars, reimt sich, aber fuck it. Ich liebe euch.